Du hörst den Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und wir werden heute über folgende Frage sprechen. Die Frage lautet: Braucht mein Produkt eine Alleinstellung? Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Bis gleich. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Wenn du in diesen Q&A-Folgen übrigens mitmachen möchtest, dann schicke uns deine Frage ganz einfach über unsere Website genius-alliance.com. Rechts unten über den Live-Chat-Button, also einfach anklicken, deine Frage reinschreiben. Und ganz wichtig, schreib uns mit dazu, bis wann die Frage beantwortet sein muss, damit wir gegebenenfalls ad hoc helfen können, wenn du es besonders eilig hast. Wenn du auch noch ein bisschen Werbung machen möchtest für dein Startup oder für deine Expertise als Experte, als Expertin für ein bestimmtes Thema, dann schick uns eine Voice-Message über diesen Live-Chat. Dann werden wir diese Voice-Message mit deiner Frage und deinen Hinweisen auf deine Company, also so ein kleiner Hack hier mit Augenzwinkern, also nutzt die Reichweite des Podcasts gerne, werden wir die hier einblenden und ich werde dann auf diese Voice-Message entsprechend antworten. So, zurück zur Frage, braucht mein Produkt eine Alleinstellung? Mein Herz sagt sofort ja. Natürlich, ja, also mit einer Alleinstellung hast du natürlich die größtmögliche Sogwirkung auf dein Produkt, auf deine Dienstleistung, auf deinen Service im Unternehmen. Ja, und dann gibt es noch den Kopf, der dann sagt, naja, so eine Alleinstellung finden ist echt schwierig. Also ich habe sehr viele Strategien und Workshops und Konzepte entwickelt, wo genau danach gesucht wird. Also das braucht einfach auch eine gewisse Zeit. Was ich ganz spannend finde, ist, dass die Alleinstellung sich im Doing entwickeln kann. Ja, du kannst natürlich ganz lean starten und kannst dann natürlich die Alleinstellung für das Produkt, für deine Dienstleistung im Doing, also nicht im Live-Betrieb, das bitte unterscheiden, sondern in der Gesamtentwicklung deines Unternehmens kann sich das dann mit einem Mentor, mit einem Coach entwickeln, ja, wenn du die jetzt noch nicht am Anfang sofort hast. Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt unser neues Mentoring vorstellen. Wenn ich an Startups denke, dann erinnert mich das jedes Mal voller Begeisterung an meine Gründerzeit. Eine Zeit mit sehr vielen Ups und Downs und immer das Ziel fest im Blick, das eigene Unternehmen erfolgreich in den Markt zu bringen. Damals hätte ich mir natürlich die heutigen Erkenntnisse und das Netzwerk gewünscht, um den ein oder anderen Stolperstein oder Umweg auslassen zu können. Ich möchte mit dir gern genau diese Abkürzung teilen, die ich damals nicht hatte und die ich über viele Jahre selbst herausfinden musste. Genau dafür habe ich das 1:1 Startup Mentoring, Startup Your Growth, entwickelt, in dem ich dir zeigen kann, wie du erfolgreich gründest und dein Unternehmen auch nach der Gründung zukunftssicher in den Markt etablierst. Das Besondere an diesem Mentoring ist, dass ich deinem Bedarf entsprechend zusätzliche Mentoren, zum Beispiel Finanz- und Steuerexperten, Anwälte oder Investoren, aus dem Genius Alliance Netzwerk hinzuziehen kann, um mit dir den optimalen Weg für dein Vorhaben zu finden. Wenn sich das interessant für dich anfühlt, dann sollten wir uns unbedingt darüber in einem unverbindlichen Strategie-Call austauschen. Du weißt, dass der erste Schritt in die richtige Richtung immer am schwierigsten ist, deshalb unterbrich jetzt kurz diesen Podcast und buche gleich deinen Termin über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge oder besuche uns im Internet auf www.genius-alliance.com. Die Alleinstellung kommt oftmals dann, wenn du ein sehr tiefes Verständnis für deine Zielgruppe und deren Probleme und Nöte hast. Dann kannst du das natürlich am besten ausmachen in deinen Produkten, aber ich finde es ganz wichtig, danach gesucht zu haben. Ja, also ich finde es ganz wichtig, danach gesucht zu haben. Ich finde es sehr schwierig zu glauben, naja, mit einem sehr oberflächlichen Wissen werde ich schon wissen, was der Markt braucht oder nicht. Ja, und dann ist es halt keine Alleinstellung, dann ist es vielleicht eher eine Besonderstellung, aber aus meiner Sicht reicht das einfach nicht. Ja, ist ähnlich wie mit Zielen. Ja, du kannst dir Ziele setzen oder du kannst dir unverschämte Ziele setzen. Ja, genau das so verhält sich das mit dem Thema
Alleinstellungsmerkmal. Also du kannst eine Besonderheit finden oder du kannst echt so einen Impact für deine Zielgruppe, für deine Kunden entwickeln, die dann natürlich ein ganz großes Bedürfnis innerlich verspüren, dieses Produkt haben zu wollen. Deswegen mein Tipp, setz dich wirklich mit der Materie, mit dem Markt, mit deiner Zielgruppe ganz konkret auseinander, drehe lieber noch ein paar Schleifen, nimm die Zielgruppe mit in diesen Entwicklungsprozess, also such dir deine Zielgruppe, sprich mit deiner Zielgruppe, lass deine Zielgruppe testen und frage ganz aktiv danach, was wäre oder welches Produkt müsste ich dir anbieten in dem Bereich, in der Branche, in der du aktiv sein möchtest, damit das von dir wirklich gekauft wird. Wann wärst du bereit, zu welchem Preis auch immer, mein Produkt zu kaufen? Wann würde das wirklich ein Problem lösen? Weil das ist die zentrale Frage auch jedes Investors: Welches Problem löst du? Und wenn du diese Frage wirklich beantworten kannst und du wirklich ein Problem löst, also ein Problem nicht, was du dir erdenkst, sondern was tatsächlich, und das ist immer wichtig, diese beiden Perspektiven sind wichtig. Das eine ist das, was du glaubst, ist deine Wirklichkeit. Ja, und das andere ist das, was die Zielgruppe dir sagt. Und das ist aber viel relevanter, wenn nicht sogar das Relevanteste an dieser ganzen Geschichte. Also kein Interpretationsspielraum, sondern such dir wirklich Leute, die mit dir zusammen, und damit meine ich Kunden, potenzielle Kunden, die mit dir zusammen dein Produkt entwickeln. Die Idee am Anfang ist gut, aber reicht nicht. Ist auch nichts wert, wenn am Ende kein Problem gelöst wird. Also das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Nimm dir wirklich die Zeit, um tief einzutauchen. Ich weiß, das ist anstrengend, aber es ist dringend nötig, dass du ein tiefes Verständnis gewinnst von dem, was deine zukünftigen Kunden tatsächlich haben wollen und brauchen.